Adoption. Für viele Paare der Weg, sich den Traum vom eigenen Kind zu erfüllen, wenn es auf natürlichem Weg nicht funktioniert. Doch in Wiesbaden wurde das für vier gleichgeschlechtliche Paare zum Albtraum. Es war einfach eine Mischung aus Wut, Hass, Angst, Trauer. Im vergangenen Jahr wollten die Paare Kinder adoptieren. Nach der Begutachtung durch Ärzte des Gesundheitsamtes fallen sie jedoch durch, wegen fragwürdigen Diagnosen. Wir haben dann andeutungsweise immer wieder gesagt bekommen, dass ein Kind eine Mutter bräuchte. Alle heterosexuellen Paare bestehen dagegen den Test. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, wollen wir mehr über die Geschichte wissen. Wollten die Ärzte des Gesundheitsamtes verhindern, dass Kinder in Regenbogenfamilien aufwachsen? Und wie geht es den Betroffenen damit? Ein Kind großziehen, eine Familie sein. Das wünschen sich Marc und Thomas schon lange. Sie wenden sich an die Adoptionsbehörde, fühlen sich beide gesund. Doch bei der Untersuchung heißt es, es gäbe gesundheitliche Einwände, die Blutwerte seien schlecht. Das Ergebnis? Sie seien als Adoptiveltern nicht geeignet. Marc ist schockiert, ruft beim Gesundheitsamt an. Uns hat die kommissarische Leitung erzählt, dass die Amtsärztin ihr erzählt hätte, dass Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren keine Entwicklungschancen hätten. Und dass sie zwar älter werden würden, aber sich geistig und seelisch und moralisch nicht weiterentwickeln würden. Und dass sie eine erhöhte Chance hätten, an Autismus zu erkranken. Das Gesundheitsamt soll sich am Telefon von dieser Meinung distanziert haben und dann sogar eingeräumt haben, dass die Amtsärztin homophob sei. Also hätte sie einfach reinschreiben können, ich bin homophob, das war's. Aber sie hat da Krankheiten attestiert, die wir nicht haben, die sie gar nicht feststellen haben können, worüber wir uns gar nicht unterhalten haben. Die hat jetzt schlichtweg gelogen. Wir fragen dazu nach bei Daniela Hirsekorn, der kommissarischen Leitung des Gesundheitsamtes. Sie bestreitet, am Telefon von Homophobie gesprochen zu haben. Ich habe nicht gesagt, dass Frau Doktor homophob sei. Rein rechtlich ist zu beachten, dass die Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes in Ausübung ihrer gutachterlichen Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden sind und sie der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen. Für Marc und Thomas erscheint die Situation aussichtslos. Also schon sehr belastend. Das ist, man schiebt es am Anfang weg, dann durchlebt man es wieder jeden Tag. Man macht sich die Gedanken, liegt es an dir, was hast du gesagt, was hast du gemacht? Oder warum bist du durchgefallen durch die Untersuchung? Und dann erfährst du, es gibt noch andere, denen es genauso geht. Denn insgesamt teilen vier homosexuelle Paare aus Wiesbaden, die adoptieren möchten, das gleiche Schicksal. So auch Florian und sein Partner. Wir waren sehr geschockt, dass die Amtsärzte zu einer anderen Meinung kamen als unsere Hausärzte, die im Vorfeld eigentlich fast dieselbe Untersuchung auch schon gemacht haben, weil sie gesagt haben, dass sie ohne schlechtes Gewissen sonst keine Unbedenklichkeitsbescheinigung rausgeben könnten. Seit Monaten schon soll es Ungereimtheiten geben, die auch der Adoptionsvermittlung im Sozialdezernat aufgefallen sind. Bei den Rückmeldungen war auffällig, dass bei allen homosexuellen Paaren Bedenken zur Geeignetheit geäußert wurden, ohne dass diese Bedenken auch auf Nachfrage erläutert wurden. Bei allen anderen BewerberInnen wurden keine medizinischen Einschränkungen festgestellt. Die Ablehnung aller gleichgeschlechtlicher Paare erschien der Adoptionsvermittlungsstelle zumindest fragwürdig. Unterstützung bekommen die Betroffenen vom Queeren Zentrum in Wiesbaden. Hier sieht man Diskriminierung leider immer noch als alltägliches Problem. Wir sind halt leider über die letzten Jahre daran gewöhnt und die letzten Jahrzehnte daran gewöhnt, dass wir nicht gleich behandelt werden. Das Verfahren sollte bei allen gleich angewendet werden. Und da hat die Konstellation, in der die Eltern hier auftreten, die zukünftigen Eltern, hat keine Rolle zu spielen. Florian und sein Partner und auch Marc und Thomas haben mittlerweile eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Die Amtsärztin selbst will sich uns gegenüber nicht äußern. Vom Amtsarzt haben wir keine Rückmeldung bekommen. Das Gesundheitsamt schreibt uns jedoch, dass ein Aufarbeitungsprozess angestoßen werden soll. Außerdem würden arbeitsrechtliche Konsequenzen geprüft. Nicht nur das könnte auf den Arzt und die Ärztin zukommen. Hier steht ja im Raum, dass Sie falsche Tatsachen attestiert haben, bewusst. Und das ist auch strafbar als Urkundendelikt. Und wenn das hier eine hoheitliche Tätigkeit war für Amtsärztinnen, dann steht hier eine Falschbeurkundung im Amt im Raum. Und das ist eine erhebliche Straftat, die einen Strafrahmen bis zu 5 Jahre und Geldstrafe eröffnet. Dazu könnten Arzt und Ärztin ihre Jobs verlieren und die betroffenen Paare können Schmerzensgeld fordern. Für Marc und Thomas sowie Florian und seinen Partner gibt es aber schon jetzt gute Nachrichten.
Wir haben ein Zweitgutachten in Aussicht gestellt bekommen, was nicht beim Gesundheitsamt in Wiesbaden gemacht werden wird. Und wir hoffen uns einfach, dass wir einen Gutachter haben, der keine Vorbehalte hat, der keine Vorurteile mit in die Untersuchung bringt und diese dann vielleicht als Ergebnis präsentiert. Mit dem Zweitgutachten könnte dann eine Adoption möglich werden und damit der Wunsch, einem Kind ein Zuhause zu geben, endlich in Erfüllung gehen. Wenn ihr mehr wissen wollt über aktuelle News und Geschichten aus Hessen, abonniert gerne unseren Kanal.